Doomguards und Dragons ist die beste Gesellschaftsspielverfilmung seit Ouija. Und das heißt erstmal überhaupt gar nichts. Also willkommen zu einer Review zum Film zu Baldur's Gate 3, quasi. Leute, ich geb's ja zu, als D&D im Kino lief, war mein Interesse an der Sache gleich null, zumal ich A. keinen Bezug zum Pen and Paper habe, B. den alten Film schon kacke fand und C. der Trailer nicht gerade vielversprechend daherkam und wirkte, als wolle Paramount nun sein eigenes Rollenspiel-MCU starten. Und hey, was soll ich sagen? Ja, gerade in Sachen Humor, Belanglosigkeit und Billo-CGI, bei dem man sich präventiv einen Vierkant-Quellholz in den Hals hämmern will, um den Kotzstrahl zu unterdrücken, könnte es sich hierbei tatsächlich glatt um Phase 4-Schmutz handeln, doch hören die Parallelen zu Marvel glücklicherweise direkt auf. Denn auf jede Greenscreen-Set-Extension folgt dann doch ein geiler Location-Dreh, ja sogar riesige Panoramen, wie ich sie im Fantasy-Bereich seit Lord of the Rings nicht mehr erleben durfte. Auf jeden Witz kommt mindestens einer, der mich zum Lachen bringt. You must have found a new den. Did he eat the last one? Und auf jede 0815 High-Fantasy-Kamelle gibt es eine geile Idee, die dafür sorgt, dass der Streifen unverschämt charmant vor sich hingroovt. Dabei werden nicht nur Worldbuilding, Exposition und Character-Build-Up bravourös getaktet, nein, es gelingt gar zeitgleich eine wendungsreiche Quest nach RPG-Logik zu erzählen, die zudem mit dem sympathischsten Ensemble überzeugen kann, das ich seit Guardians of the Galaxy 1 im AAA-Sektor erleben durfte. Ja, selbst eine Michelle Rodriguez bekommt es geschissen, mehr als eine krasse Bitch zu sein. Naja, zumindest bis er dann wieder eine krasse Pitch ist natürlich. Und Hugh Grant als Bösewicht ist ohnehin ohne weitere Worte als brillant zu klassifizieren. Kurz, ich halte Dungeons & Dragons writing-technisch für eine Perle in einem Meer aus Blockbuster-Scheiße. Als Krönung obendrauf gibt es dann noch Chris Pine, der seinen eigentlich völlig unnützen und dennoch Hauptcharakter eine Note an selbstüberzeugter Inkompetenz verleiht, die ich seit Kurt Russell in Big Trouble in Little China nicht mehr erlebt habe. Ein Film, an dem ich mich vor allem deshalb erinnert fühlte, weil es D&D hervorragend gelingt, mich in eine fremde Welt zu entführen, die nicht immer erklärlich wirkt und Geheimnisse für sich behält, jedoch in sich logisch erscheint und nur so vor liebevollen Details strotzt, die mir immer wieder unter die Nase reiben, dass das Nichtspielen vom Game tatsächlich bisher ein Versäumnis in meinem Leben war. Auch wenn der zum Zwecke übertrieben heitere Commercial-Ton natürlich an der Dramatik des Films nagt und man daher zu keiner Zeit mit so etwas wie Suspense belästigt wird, dafür gibt's halt jede Menge gute Laune. Fazit: Wenn ich die ständige Kritik, zumindest von schwer Schwachsinnigen an meinem Content, auf zwei Punkte runterbrechen würde, dann wäre das erstens, mein Humor ist kacke und zweitens, ich bin zu politisch. Das aber natürlich nur, wenn der Inhalt auf die eigenen Kosten geht, ansonsten ist Polit-Satire natürlich vollkommen okay. Wo war ich? Ach ja, nun, erstens kann ich subjektiverweise nichts dafür, wenn ihr über andere Dinge lacht als ich und zweitens würde ich den politischen Kontext gerne auch immer auslassen, wenn Hollywood endlich mal damit beginnt, gute Geschichten zu erzählen, anstatt mehr als offensichtlich bestrebt zu sein, primär meinungsideologische Verblödung zu betreiben. Sprich, ich bin im Prinzip nur so politisch, wie es die Vorlage verlangt. Und wisst ihr was? D&D ist der erste Blockbuster seit langer Zeit, der einen Scheiß um Aktivismus gibt und einfach nur Spaß machen will. Und ganz ehrlich, ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit umfing mich beim Gewinnen dieser Erkenntnis, weil ich mich wie früher mal einfach zurücklehnen konnte, ohne mich unterschwellig korrumpiert fühlen zu müssen von all den nun streikenden Autoren, die für den geistigen Dreck, den sie in den letzten 5 jämmerlichen Jahren der US-Filmgeschichte verzapft haben, nur auch noch mehr Geld verlangen. Heul nicht rum, war ein Scherz. Ja, dieser Film ist eine leuchtende Antithese zu all den faschistoiden Wakanda Forevers im mediterranen Tofu-Mantel der letzten Tage und dafür liebe ich ihn, während ich es natürlich bereue, daran beteiligt gewesen zu sein, dass Dungeons & Dragons am Boxoffice untergegangen ist, wie so ein Touristen-U-Boot. Aber hey, ich würde niemals Witze über die selbstüberschätzten Gottkomplexe der herrschenden Upper Class machen. So tief bin ich noch nicht gesunken. Na gut, kommt davon, wenn das scheiß U-Boot aus Styropor ist. Einmal die AGB lesen.